Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass sowas wieder möglich wäre, aber der politische Geschäftsführer der Piratenpartei, Johannes Brunada, wird politisch verfolgt. Die staatlichen Schikanebehörden wollen ihm die Sozialleistungen kürzen, weil sie seine Honorare für TV-Auftritte zur Berechnung der Ansprüche einbeziehen wollen. Er kann nämlich wegen seines politischen Engagements keinen Job annehmen. Aber muss es so weit kommen, um keine Arbeit zugemutet zu kriegen? Das wäre ja so, als wenn sich mein bekiffter Mitbewohner politisch engagiert, bloß um die Sozialleistungen zu behalten. Das kann die Gesellschaft nicht wollen. Bei den Piraten ist es immerhin zu begrüßen, dass sie nicht einfach das Geld kopieren. Morgen geht's weiter.